Ratzinger hier im Haus Lehrender. Und die Linux-Wochen sind für mich immer eine Gelegenheit, etwas Praktisches vorzustellen. Nicht zu viel über große und philosophische Themen zu diskutieren. Sie wissen, ich bin hier im Haus mittlerweile ja nicht mehr alleine. Danke für das Open-Source-Thema zuständig und betreibe meine eigene IT als eine Art Security-Muster-Kleinbetrieb. Ich versuche das also aus. Und dieser Vortrag handelt also über Container. Und wenn man sich anschaut, allein was im Linux, im Programm dieser Linux-Wochen bereits an Containern offen im Titel vorgekommen ist, geschweige denn, was dann in den Themen drinnen war, ist das einfach ein State of the Art in aller Munde. Linux-Container sind so leichtgewichtig, dass sie das Deployment von Servern revolutioniert haben. Wir sind heute also in einem Boot unter einer Sekunde. Also es geht hier um normalerweise um Tausende von Containern, die man in irgendwelchen Serverfarmen und irgendwelchen abstrahierten Plattformen verwendet, bei Anbietern. Ich zähle sie jetzt gar nicht alle auf. Und die Themen, die wir gestern gehört haben, war also Orchestration, Deployment, Density, also wie viele Container kriege ich wieder rein, Automation und dergleichen mehr. Ich darf mich stolz rühmen, damit begonnen zu haben hier. Es war einmal 2013, überlegen Sie, das ist nicht so lange her, habe ich hier einen Vortrag gehalten über Kernel Sharing, Virtualisierung für die kleine Geldbörse. Ich habe den dann in Wien auf den Linux-Wochen wiederholt und hatte das Gefühl, unter den professionellen Systemadministratoren, die da irgendwie halt ihre, weiß nicht wie viele VMware-Images herumgeschupft haben, ein bisschen belächelt zu werden mit meinen Containern, weil ich habe es genannt für die kleine Geldbörse, weil es eben auf meinem Miniserver auch läuft. Bitte das Datum immer, die habe ich grau hinterlegt, das sind die Folien von damals. Was war damals State of the Art? Ich finde, es tut ganz gut an der Stelle, sich ein bisschen zu erinnern. Damals gab es Linux vServer, habe ich lange verwendet, war eine sehr gute Sache. Es gab OpenVZ, also ein bisschen ein größeres Paket. Und es gab LXC und damals habe ich gesagt, ja, das verändert sich noch sehr schnell, 2013, 4 Jahre her. Geringer Community Support funktioniert bei mir derzeit nicht, das war die korrekte Auskunft. Manche sind dabei geblieben, habe ich gehört. Aber wir schreiben jetzt 2017. Ja. Und das war meine Folie zu Docker. Also es gab es einfach überhaupt noch nicht. Mittlerweile sind wir hier, wir haben alle nur möglichen Implementierungen von Containertechnologien, LXC, LXD, Docker, Rocket, FireShell und das, was ich heute vorstellen möchte, eine kleine Eigenentwicklung. Und die Hauptanwendungen sind aber im Cloud Computing, also DevOps-Bereich, Deep Business Applications, Orchestrierung, Lastverteilung, Standardisierung. Das ist also, was wir gestern alles gehört haben. Aber die Linux-Wochen waren Zitat aus den gestrigen Vorträgen, you need at least 25 Hosts und mit Hosts gemeint ist so Pizza-Box, Pizza-Schachteln, also unter 25 Servern braucht man gar nicht anfangen damit. Es geht also um die Automatisierung von Spitälern mit einem Datenbedarf von 1 Terabyte pro Patient, pro Tag und dergleichen mehr. Das sind natürlich alles wichtige Themen. Aber die Linux-Wochen waren für mich immer auch etwas, wo man auf den Anwender schaut. Und Anwender sind IT-Professionals. Ich erinnere an eine Podiumsdiskussion, ich glaube 2014 oder 2015 war es, wo mir der Vertreter der Wirtschaftskammer Burgenland gesagt hat, dass 75% der IT-Professionals im Burgenland in Ein-Personen-Betrieben arbeiten. Und auch mein persönlicher Anwendungsfall, und ich denke, der ist nicht so weit weg, sind Small Servers. Das ist also eine Kiste wie die. Mein Server zu Hause ist nicht viel größer als das, also es geht knapp über einen Raspberry Pi hinaus, vergessen wir das nicht. Weil derzeit wird IT, finde ich, in vielen Vorträgen so betrieben, als wäre es das. Ja? Wir haben die große, allmächtige Cloud, die leistet alles. Dort wird gebaut und gemacht und betrieben und Geld verdient. Und ich habe in den letzten Jahren wenig Vorträge darüber gehört, wie man denn die Endgeräte ausgestattet. Endgeräte sind offenbar etwas, dass man beim Hofer kauft, dann irgendwie mit der Cloud verbindet und dann geht das.
Ich protestiere dagegen, ich weigere mich. Bitte? Bitte? Ja, wie dem auch sein mag. Also man kauft das einfach, schaltet es ein, es verbindet sich auf magische Weise mit der Cloud und daraufhin bedienen sich alle wunderbar dieser Cloud-Services. Ich als Benutzer meiner täglichen IT-Arbeiten benutze das Ganze, das heißt, ich möchte diese kleinen Endgeräte, und wir vergessen nicht, dass es Coming Up ist, die Internet of Things, also die ganzen kleinen Endgeräte gehören da dazu, gehören in ein Sicherheitskonzept dazu. Container bieten viele Vorteile, Performance, also gegenüber konventionellen Virtualisierungen, Stabilität, Security Encapsulation haben wir gerade gehört, auf das möchte ich auch noch eingehen, leichtes Versionieren, Rollbacks, also ich kann im Container viel mehr machen. Erinnern wir uns noch, vor 5, 6 Jahren war ein Server einfach ein Server aufsetzen, damit apt-get oder yum oder was auch immer halt die Services konfigurieren, die in der etc. herumgurken und dann sich freuen, wenn es funktioniert. Das war es doch im Wesentlichen, oder? Noch nicht so lang her. Mittlerweile ist das eben ein kleiner Teil, weil Container leisten auf wunderbare Weise etwas, was wir in der Transportwelt auch schon gehabt haben, ein klares Interface zwischen drinnen und draußen zu leisten. Drinnen ist das, was den Developer angeht oder den, der es konfiguriert, der sagt, ich hätte gern einen Service, das soll aus der und der Software bestehen, das soll so und so laufen, und den, der diesen Container irgendwo hin tut und sagt, wo soll er denn laufen, also die Außenwelt. Das ist im großen Bereich die Docker Challenge, die also alle möglichen Technologie-Stacks in alle möglichen Server-Dimensionen abbilden möchte und dafür einfach den Docker-Container erschaffen hat. Ich werde Docker dann noch kritisieren, wenn ich darf. Ich würde aber sagen, wenn ich meinen kleineren Server betreiben möchte, okay, super, diese Vorteile will ich auch. Ja, ich will das nicht den Menschen, also unbenommen, wichtiges Thema, wie betreibt man tausende Server in einer Serverfarm? Auch wichtiges Thema, wie betreibe ich 2, 10, 20 Server in einem Kleinbetrieb? Nicht zuletzt auch, weil doch immer noch sehr viele Leute sagen, die Daten, die wirklich wichtigen Sachen hätte ich gern einfach im Haus. Da bin ich einfach eine Menge Security-Probleme los, die Cloud-Welt möglicherweise erst zu lösen hat. Und ich sehe ja Cloud Computing immer nicht als eine Sache des Anbieters, sondern eine Methodologie. Also warum hole ich mir nicht diese Methodologie dorthin, wo ich sie haben will, auf meinen Rechner? Dazu gab es bis vor kurzem ein wesentliches Hindernis, nämlich, dass die Virtualisierungsmethoden aufwendig waren. Erinnern wir uns noch vor ein paar Jahren, da gab es also VMware und vielleicht noch VirtualBox und dergleichen mehr, und dann hat man halt seine Server virtualisiert. Bei diesen an und für sich nach wie vor sehr guten und sehr wichtigen Virtualisierungsmethoden hat man immer diesen Emulierungsverlust, sogar dann, wenn man Teile dieser Emulierung direkt auf den Prozessor abbildet, wie das ja moderne Prozessoren können, hat man immer noch erheblichen Verlust. Ein System, das ungefähr das leistet, was ich mir vorstellen würde, weiß nicht, kennt wer CubesOS? Ist eine tolle Sache, beruht auf Xen, ist eigentlich nichts anderes als eine Linux-Distribution, die sich selbst in weiß nicht wie viele, man kann das einstellen, Xen-Virtualisierungsinstanzen teilt und die auf einem gemeinsamen Desktop zusammenführt, sodass im Wesentlichen jede VM da im Untergrund werkelt, man sie aber trotzdem integriert auf dem Desktop sieht. Das ist das, was du unter wie Partitionierung verlangt hast, leistet das sehr gut, ist aber natürlich einigermaßen aufwendig. Und ich will gerne so etwas haben auf Operating System Level, das heißt, was passiert hier? Die Prozesse teilen sich ein gemeinsames Betriebssystem, und obwohl jeder nur den Teil sieht und sich so seine Umgebung so aussieht, als würde in meinem eigenen Betriebssystem laufen, passiert trotzdem kein Virtualisierungsverlust, weil in Wahrheit die Prozesse nativ über das Betriebssystem auf die Hardware abgebildet werden. Heutige Beispiele eben LXC und die normale Linux Docker Engine. Vorteile: minimaler Overhead, alle Prozesse laufen
nativ. Nachteile haben es auch. Natürlich, das Host-System ist immer noch zumindest am Kernel kompromittierbar und da nicht abgeschirmt. Operating System Level Virtualization, also das, was wir 2013 noch Virtualisierung für die kleine Geldbörse genannt haben, hat auch schon eine lange Geschichte und viele dieser Dinge sind heute auch schon wieder ausgestorben. Linux vServer, OpenVZ. Heute ist geblieben an diesen Technologien LXC und vor allem ganz prominent Docker, das sich natürlich weit schon über das hinaus entwickelt hat. Die Idee der Container ist dann, dieses Betriebssystem noch weiter zu reduzieren auf die ultimativ notwendigen, für die Applikation notwendigen Prozesse. Das ist im Wesentlichen alles. Das war früher ziemlich sperrig, also wieder eine Folie von 2013. Was hat man also gemacht? Man hat sich die Kernel-Sourcen geholt, hat die Patches geholt, hat sein Kernel kompiliert, was meistens mehrere Versuche gebraucht hat und sein Versuch hat immer über Nacht gedauert. Und irgendwann hat man dann einen passenden Kernel gehabt, der das auch konnte. Und dann konnte man also anfangen, vServer zu konfigurieren. Heute leben wir in einer tollen Zeit, weil nämlich alle wesentlichen Voraussetzungen, die eine solche Partitionierung braucht, im Standard-Linux-Kernel vorhanden sind. Das sind Namespaces. Der Linux-Kernel hat 5, 6 Namespaces, die man unterteilen kann, wo man also im Clone, also dort, wo sich neue Prozesse abspalten, sagen kann, okay, bitte spalte mir diesen und jenen Namespace ab. Das heißt, der Prozess sieht dann nur mehr Teilbereiche des Betriebssystems. Und das allein ist schon eine ziemliche Sicherheitsmaßnahme. Ich werde Ihnen in Kürze FireJail zeigen. Das beruht eigentlich ausschließlich darauf. Und gut, damit kann der Prozess zumindest unter normalen Umständen schon eine ganze Menge Systemressourcen außerhalb nicht mehr zugreifen. Nächstes wichtiges Mittel, Resource Management. Da gibt es mittlerweile standardmäßig im Linux-Kernel die Control Groups. Auch ein ziemlich sperriges Interface gibt es eben seit 2006. Muss man immer noch ein bisschen häseln, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Und was noch relativ wenig bekannt sind, ist UID-Mapping. Damit kann man Usern und im Linux-Kernel das Recht geben, andere User-IDs zu vergeben und User durchzumappen. Das heißt, User dürfen andere UIDs vergeben, wenn es ihnen vorher von Root entsprechend erlaubt wurde. Das sind User-ID-Mappings. Und diese zusammen sind die Grundlage zum Beispiel eben für LXC oder dergleichen. Ja, da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Wir haben, also wenn ich so einen kleinen Server oder mein Desktop-System betreibe, einfach ganz andere Bedürfnisse. Ich habe nämlich versucht, sowas mit Docker und mit anderen zu machen. In Big Scale, also im Cloud-Rechenzentrum, habe ich die Manpower und das Interesse dran, wirklich eine Library von Images zu entwickeln, mit Overlays, mit allem drum und dran, die zu testen, die zu warten und das Personal dafür. Im Small Scale, wenn ich also 20 Server betreiben will in meinem System, dann will ich das nicht. Ich will mich auch nicht auf irgendwelche Anbieter verlassen. Ich will eigentlich, dass meine Images selbst erstellt werden und das möglichst original, möglichst automatisch und möglichst aus den Originalsourcen, damit ich mir sicher bin, was da drin ist. Was kann ich dafür opfern? Zeit. Es ist mir nicht so wichtig, ob ich da ein paar Zehntelsekunden spare. Wenn ich 20 Container habe, dann ist mir das okay, wenn das 2-3 Minuten dauert, so ein Container. Also ein bisschen andere Anforderungen. Highest Density, das ist natürlich in einem Rechenzentrum das Um und Auf. Ich will Tausende, Abertausende von Containern da hineinpacken. Jedes Stück, jedes Bit Memory, das ich einspare, ist eine Einsparung in Kosten. Am Small Scale will ich immer noch High Density, aber eine gewisse Serviceierbarkeit auch auf direktem Weg. Es muss nicht alles perfekt automatisiert sein. Ich habe vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, alles perfekt vorher zu testen. Also einen gut entwickelten Container muss ich 10, 20 Mal testen, da steckt ein Entwickler dahinter, der ist fertig. Wenn er nicht funktioniert, wird er weggeschmissen. Ein kleinen Scale, wäre ich in dem Container vielleicht ein bisschen herumfriemeln möchten, wenn wir was anschauen möchten wollen, wäre ich Diagnosen laufen möchten. Das heißt, ein gewisses Nachlassen bei der Density erweist sich als günstig, wenn ich ihn dafür leichter servicieren kann.
Big Scale, da höre ich eigentlich immer nur von Web-Applikationen. Okay, gibt auch Datenbanken, gibt alles Mögliche. Ist jedenfalls rein serverorientiert. Small Scale ist es nicht serverorientiert. Ich habe da fast keine Services laufen. Trotzdem will ich für meine tägliche Arbeit Container nutzen. Automation, wenn ich nur wenige Container habe, spielt das keine so große Rolle. Was spielt hier viel eine größere Rolle? Security ist ein ganz großes Thema, weil das eigentlich der Hauptgrund, warum ich das einsetzen möchte. Ich möchte Schaden, den ich mir vielleicht eintrete, ich möchte mir vielleicht eine dubiose Website anschauen, aus wissenschaftlichen Gründen schauen, was da wirklich passiert. Ich möchte mal ein Virus diagnostizieren. Ich brauche also wirklich eine gute Kapselung. Was ich außerdem möchte, ich möchte nicht mein ganzes, also das ist mein Problem gewesen mit KubeOS, ich möchte nicht mein ganzes System umkrempeln. Ja. Ich möchte nicht, okay, delete everything, Format, und dann setze ich es neu auf, sondern ich möchte es dazu bauen können. Ich habe schon ein gutes System, ich möchte jetzt da drin auch noch ein paar Container nutzen können, zusätzlich. Und der ganze Server bewegt sich. Ja. Also der steht nicht im Rechenzentrum, sondern den trage ich herum, der steht zu Hause, der steht hier. Der steht in meinem Büro, da müssen sich die Container anpassen können. Das heißt, während ich am Large Scale eine ziemlich uniforme Anordnung der Container habe, im Wesentlichen habe ich eine große Containerplattform und da ordne ich sie halt an. Ja? Und das automatisiert, klarerweise. Ja, da steckt schon noch mehr dahinter, das ist mir schon klar, aber so im Prinzip möchte ich zum Beispiel so etwas verwenden können. Ich habe hier, also das ist jetzt die Architektur, mit der ich jetzt hier arbeite, ich habe da mein mobiles Gerät und ich habe da drin eine Firewall und ich möchte Teile dieses mobilen Geräts, zum Beispiel einen sensitiven Webbrowser, von dem ich nicht genau weiß, was sich der vielleicht eintritt, da in einem Container betreiben können. Ich möchte ihn aber ganz normal auf meinem Desktop sehen können. Ich möchte ihn vielleicht snapshotten können, damit ich sehe, okay, da passieren seltsame Dinge. Ich hätte gern sofort ein Rollback von dem Ding. Ich möchte vielleicht meine Installation meines Office-Pakets, mit denen ich irgendwelche Adaptionen und Plugins drin habe, einfach mitnehmen, sagen, okay, pack's zusammen, pack's aufs Notebook, nimm's mit. Ich möchte mich da tunneln können, ich möchte da verschiedene Proxys vielleicht auf meinem Server zu Hause laufen haben und mal sagen können, okay, ich nehme diesen Proxy mit und lasse ihn von da laufen mit genau diesen Einstellungen. All diese Dinge hätte ich gerne. Und das unterscheidet sich von so einer uniformen Welt meiner Meinung nach schon gewaltig. Okay, viele hierherinnen kennen LXC, ich weiß, sie haben es in bester Erinnerung, stimmt's? Genau. Ist eine tolle Sache, verwendet Namespaces, verwendet Control Groups, mittlerweile ist es auch einigermaßen stabil, verwendet vor allem UID-Mappings, auf das komme ich noch. Aber die Einrichtung ist heute sehr komplex und die Einrichtung von Unprivileged Containers ist eigentlich der Hauptvorteil, weil sonst brauche ich es nicht. Ja? Also das ist das Einzige, was es wirklich kann, was die anderen nicht können, ist wirklich ein, okay, wie auch immer. Ich würde aber sagen, es ist genau das, was es sein soll, es ist der Assembler der Containerwelt. Ja? Wenn ich direkt auf den Kernel-Features ist sozusagen die Maschinensprache der Containerwelt, das ist der Assembler der Containerwelt. Also ich habe alle Freiheiten, mir das so einzurichten, wie ich will. Und wie wir alle wissen, kostet Freiheit was. Die Namespace Isolation ist nämlich etwas potenziell Unzuverlässiges. Ist ja gut und schön, dass Unix das kann, aber wie gut kann es das? Ich weiß, dass immer wieder Nachrichten gekommen sind, dass Namespace Isolation buggy war. Dieser Flow hat jetzt aufgehört, also ich habe jetzt schon länger nichts mehr gehört, aber die Frage ist, nur weil ich nicht weiß, dass es kein Problem gibt, gibt es wirklich keins. Also da gab es lange Zeit Probleme. Dafür gibt es Lösungen im großen Bereich, einfach mit App, Armor, C, Linux, Security, wirklich Services abzusichern, das nutzt man im Small Scale wenig, weil ich mag nicht für einen Container ewig lange AppAmor-Regeln schreiben, ich will es einfach installieren und das hat zu funktionieren und der Container soll bitte auf sich selbst aufpassen. Deswegen lege ich so großen Wert auf diese UID-Mappings, die das LXC verwendet. Okay, und LXC in UserSpace, ich übergehe das jetzt, alle Cloud-Studenten herinnen haben das einmal mit mir gemacht, weil ich Ihnen auch einfach mal zeigen wollte,
oder erleben lassen wollte, was hinter der ganzen Container-Technologie, die man heute so anwerfen kann, dahinter steckt. Das ist sozusagen irgendwie das Cookbook, das verkürzte Cookbook. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie alle viel Freude hatten, das durchzuführen und durchzutesten. Stimmt's? Genau. Ich gehe vielleicht später darauf ein, was wäre eine der Alternativen, der großen Alternativen, was natürlich super fein und super stabil funktioniert, ist Docker. Docker kann, wie wir wissen, noch wesentlich mehr und trotzdem kann ich es auf meinem Notebook einfach laufen lassen. Ich brauche keine große Containerplattform dafür. Zu diesem Containersystem gibt es ein mächtiges Repository, wo ich Container vorgefertigte runtersaugen kann, wenn ich das möchte. Ich habe ein Layered-File-System, also Overlays von Pfeilen, wo sich Differenzen zwischen Containern in extrem sparsam auf meinem Festplattenplatz darstellen lassen und alles mögliche mehr. Nur muss ich sagen, habe ich eins nicht und auf das möchte ich jetzt kurz eingehen. So, wie viel Zeit habe ich noch? Ja, das geht sich aus. Und damit komme ich auch schon zum Demo-Teil. Ich möchte mal kurz zeigen, so, jetzt hoffen wir auf das Netzwerk. Also die Installation geht ja noch relativ fix. Wir haben immerhin 174 Kilobit am Kabel. Ja, gut, ich mag jetzt nicht zu viel Zeit vertun. Jedenfalls hat mir vor allem die Tatsache, dass mir mit einer Standard-Docker-Engine, also vielleicht gibt es ja mittlerweile bessere Implementierungen, ist mir aber nichts bekannt, beruht meine Sicherheit ausschließlich auf der Namespace Isolation. Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen eine dünne Zwischenschicht, dass man sozusagen, die Gummihandschuhe sind dann zu dünn, wenn ich irgendwas Toxisches damit angreifen möchte. Ich hätte gern noch eine zweite Schicht dazwischen. Und deswegen habe ich mich eigentlich auf LXC konzentriert und gesagt, okay, könnte man nicht diesen ganzen Ding, könnte man das nicht irgendwie paketieren und zusammenfassen und eher auf kleine Anwender, kleine Server
konzentrieren, das Thema Automation ein wenig zurückdrängen, dass die komplexe Image Registries sind vielleicht gar nicht so notwendig, aber dafür will ich einfache Installierbarkeit, leichte Integrierbarkeit in mein System. Das werde ich noch zeigen, was ich damit meine, und deswegen möchte ich heute vorstellen, tada, MLXC, im Wesentlichen eine Zusammenfassung von dem, was ich Ihnen schon gezeigt habe, mit einer einfachen apt-get, und man hat eigentlich alles, was man so braucht, und das würde ich Ihnen gerne demonstrieren. Bevor ich auf das eingehe, noch der dritte Kandidat, den ich heute demonstrieren möchte, sozusagen das andere Ende der Komplexität, FireJail. Kennt das wer? FireJail reduziert sich ausschließlich auf die UID, auf die Namespace Separation. Wenn wir es schaffen, hier was zu installieren. Dafür ist es aber extrem leicht zu verwenden. Installieren wir halt irgendwas. Okay, also wir haben kaum ein Netz. Auch recht, ich bin vorbereitet auf sowas, es gibt Alternativen. Sie sehen jetzt den Plan B. Und dann gibt es noch einen Plan C. Ja, ich zeige Ihnen das hier auf dieser Maschine nativ, also ohne Virtualisierung, habe ich da meine Container laufen, von denen einige noch unmounted sind. Also da gibt es zum Beispiel einen Basic-Container, der läuft schon an T1 oder T2. Was ich Ihnen hier nicht zeigen kann, aber das kann ich in einem Server zeigen, ist, wie schnell sich so ein Container erstellen lässt. Also das, was Sie in Ihren Übungen gemacht haben, geht jetzt in etwa so: Ich möchte eine neue Maschine, ich nenne sie, weiß nicht, T1, und ich muss ihr irgendeinen Slot zuweisen. Es gibt also die Umgebung, die es braucht, was weiß ich, das kriegt jetzt 85 aus keinem besonderen Grund, und dann fängt das an zu rattern. Was man hier, das ist mein Server in Wien. Übrigens der Produktive. Also ich traue mich das ohne weiteres. Das wird gleich wieder kommen. Wenn nicht, gibt es noch einen Plan C, habe ich eh gesagt. Na bitte, da ist es doch. Das war, weil er im Hintergrund die Firewall abgedatet hat. Was nämlich ein Teil von MLXC ist, ist eine sehr fein granulare Firewall. Kann man das lesen? Ich kann da in etc. Firewall MLXC gehen, und da gibt es alle möglichen Konfigurationsfiles, die alle als Konfigurationsfiles definiert sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel sowas definieren: Was möchte, soll ein Standard-Server auf meiner Maschine können. Der soll zum Beispiel auf den DNS-Server zugreifen können, er soll pingen können, er soll seine Syslog-Meldungen an den Syslog-Alp liefern können, er soll Zugang haben zum Apt-Cacher, damit ich was installieren kann, und das war's auch schon. Und wenn ich dann einen speziellen Server möchte, kann ich sagen, okay, was weiß ich, war das so halbwegs verständlich? Das sind im Wesentlichen nichts anderes als Aufrufe von vielen, vielen IP-Tables-Rules, die das durchführen. Ich kann sagen, okay, wenn ich jetzt einen Server habe, der mit dem Web Verbindung hat, dann soll der noch zusätzlich über Port 80 und Port 443 aufs Netz zugreifen können, also auf die World, aufs WAN-Netzwerk. Und ich kann auch sehr leicht zum Beispiel ein
ein LAN integrieren, ich habe hinter dem Server noch eine zweite Netzstelle, Netzwerkschnittstelle, dort kann ich sagen, okay, folgenden Container sollen dort so und so zugreifbar sein, zum Beispiel der Mail-Server soll unter der dritten IP-Adresse an Port 25 zugreifbar sein. Kann im lokalen Netz, kann ich mir das leisten. Es gibt weiters noch 465 für Secure SMTP, 143 und 993 für POP und SPOP. Also das, ja, und der Mail-Server läuft dann bei mir in einem passenden Container und das ist der R-Mail, der läuft da vor sich hin raus unter dieser Adresse und wird eben entsprechend weitergeleitet. In der Zwischenzeit entwickelt der seinen völlig neuen Container. Ich habe extra vorher alle Caches gelöscht, das heißt, da werden wirklich live die Pakete vom Debian Repository reingesaugt und jetzt ist er schon das erste Mal online und da werden noch Nacharbeiten durchgeführt, das heißt MLX LS, nicht, und ich sehe schon, dass da mein Container läuft. Was jetzt übersiedle ich auf dieses System, weil da brauche ich nicht so viel Netzwerk, vielleicht funktioniert es hier auch. Was auch sehr gut funktioniert, ist einfach einen Container zu klonen. Ja, ich möchte den Container Basic klonen und der soll heißen Dillo, weil ich da nachher was installieren möchte. Und das soll im Slot 12 untergebracht werden. Was auch interessant ist, es nutzt LVM im Hintergrund, das heißt, ich stoppe den Container ganz kurz, zur Sicherheit muss ich aber nicht, kann er mit einer Option wegnehmen. Dann wird ein Snapshot angelegt und von dem Snapshot wird weggeklont, sodass der Container eine Standzeit im Bereich von Sekunden hat, die also in dem Bereich, also sicher bei einer High-Availability-Website ist das nicht zu machen, aber in dem Bereich ist mir das egal. Und jetzt habe ich schon meinen Container Dillo und mit nmx do add Dillo apt-get install kann ich dort direkt arbeiten. Apt-get update wollte ich eigentlich machen. Apt-get Dillo ist ein ganz einfacher Webserver, ich könnte jetzt den Firefox auch installieren, aber das will ich mir netzwerktechnisch nicht antun. Kommen wir so vor der Fernsehkoch, in der Zwischenzeit haben wir schon. In der Zwischenzeit haben wir auf dem Server unseren Alex und ich hoffe, es ist trotzdem nicht zu verwirrend. Unseren Container D1 laufen, running. Duet T1 Bash und da läuft er schon und da in dem kann ich jetzt tun, was immer mir lustig ist. Währenddessen sehe ich ihn schon in der Firewall. Wo haben wir ihn? Nein, da nicht. Da sieht man also die IP-Tables-Regeln nach Host sortiert im Wesentlichen. Okay, da war jetzt zu schnell. So, und da sieht man jetzt die Firewall-Regel vom T1. Ich glaube, die meisten von Ihnen können das lesen. Das sieht man also, der ist in seinem internen Netz, 985, kann entsprechend auf den Server zugreifen und man kann ungefähr ahnen, dass da die Regeln sind, wie er genau nach außen darf und wie genau nicht. Das heißt, er ist sehr schön gekapselt und ich habe das, was du verlangt hast, wirklich genau definiert, dieser Service darf so raus
und nicht anders. Gut, ich habe hier meinen Dillo installiert. Jetzt möchte ich mir noch einen, das ist jetzt auf meinem lokalen Container. Dann lege ich meinen User an. Der heißt Dillo, der Container, nicht T1. Und dann kann ich nämlich schon etwas machen, was ich nämlich eigentlich herzeigen möchte. Das ist nämlich meiner Meinung nach etwas, was man, so sehe ich das, zu selten sieht. Na, das ist noch immer der Container-Dillo. Natürlich kann ich das skripten, aber ich wollte mal zeigen, dass das auch direkt geht. Ich kann da meine Desktop-Applikation fahren. Ja, das heißt, diese Desktop-Applikation läuft jetzt, das ist jetzt ein einfacher Webbrowser, der hat auch Webzugang. Okay, ist jetzt nicht sehr schön, das ist eben nur ein Dillo, geht aber mit Firefox ganz genauso gut. Aber was ich Ihnen an dieser Stelle vor allem demonstrieren möchte, wie läuft er jetzt? Ich muss jetzt ein bisschen kleiner schalten, wo ist er? Bitte? Ja, schon. Ah, genau. Da sehe ich jetzt meinen Dillo laufen und ich möchte Sie vor allem auf diese Zahlen hier hinweisen. Ja, der läuft eben nicht nur in seinem LXC-Container unter der entsprechenden Abschirmung von einem Namespace, sondern der ganze LXC-Container läuft schon einmal unter einem Non-Privileged User und innerhalb von dem LXC-Container läuft mein Dillo noch einmal unter einem nicht-Unprivileged User. Das heißt, ich habe da mehrere Zwischenschichten, die mich alle auf ihre Weise schützen. Das heißt, es muss schon eine verdammte Kette an Bugs geben, um da wirklich rauszukommen. Und das ist was meine, das wollte ich nämlich demonstrieren, das geht sich aus Zeitgründen nicht aus, das ist was ein Docker nicht schafft. Ein Docker kann maximal mit den Usern am System arbeiten und hat diese Isolationsschicht nicht drinnen. Deswegen war man, also zumindest die Standard-Docker-Engine, man könnte natürlich anfangen, sowas zu bauen, bin sehr neugierig, ob und wann das kommt, aber derzeit ist das nicht so. Bitte? Hat jetzt im Prinzip Unicorn noch dazu genommen? Das wäre ein Unicorn. Ja, sicher. Aber mein Fokus ist ein bisschen ein anderer. Ich möchte eher schauen, wie ich das auf einen Raspberry zum Laufen kriege. Ja, also ich möchte schauen, ob man nicht auch im Internet of Things mit dieser Technologie fahren können und da wird es schwierig werden. Also ich glaube aber, auf das komme ich noch in meiner Schlussfolie. Moment, nehmen Sie es nicht vorweg. Und was ich außerdem noch tun kann, ist, meinen Dillo einfach zu snapshotten. Dann habe ich da einen entsprechenden Snapshot von diesem von dieser Maschine, ich kann sie wieder starten. Is already running. Das heißt, das funktioniert nach wie vor. Falls aber hier irgendetwas passiert ist, was mir keine Freude macht, dann kann ich ein MLX revert Dillo auf den letzten Snap und er stoppt ihn, setzt die ganze Maschine wieder zurück, so wie sie war und ich habe wieder den Stand von vorher. Auf diese Weise kann ich Dinge ausprobieren.
Und das sind nur einige der Features. Worauf ich eben größten Wert gelegt habe, ist, das Ganze mit entsprechenden Hooks zu versehen, sodass man verschlüsselte Container haben kann, sodass man DNS-Server mit einbinden kann oder nur ein einfaches Hosts-File, je nachdem, wie man es gerade braucht, sodass man, das sieht man zum Beispiel auf dem Server, da gibt es natürlich einen passenden DNS-Server, der auch wieder in einem Container läuft und der von allen, also wenn ich da, ich bin jetzt in dem Container, den wir gerade neu erschaffen haben, in die Resolve komme, sehe ich den lokalen Container und wenn ich den frage, okay, wo ist denn, weiß ich nicht, DNS, dann kriege ich von dem die Antwort. Ich kriege aber zum Beispiel auch die Antwort, wo ist denn der Mail-Server? Ja, das läuft in einem lokalen Container und das wird automatisch beim Kreieren der Container dort entsprechend hineingepatcht, damit der DNS-Server das weiß. Im einfachen Fall habe ich keinen DNS-Server, sondern ein einfaches Hosts-File, dann weiß ich die Namen nicht oder nicht so genau, funktioniert aber genauso und alle anderen Lösungen kann ich da hineinpatchen in die entsprechenden Hooks, damit das anpassungsfähig ist und bleibt. Im Verhältnis dazu, oh ja, FireJail habe ich glaube ich schon hergezeigt, oder? Nein? Was ich noch schuldig bin, weil das noch nicht installiert wird, war FireJail. FireJail ist also ganz einfach, das macht einfach dieses X-Term in einer Namespace Separation auf und das war es aber auch schon. Ist auch eine gewisse Sicherheit, ja, aber hat mir in dem Fall eindeutig nicht gereicht. Ja, also um zusammenzufassen, ich möchte gar nicht, dass die Linux-Wochen sind auch ein bisschen dafür da, um Feedback zu kriegen, ob es sich lohnt, das weiter zu entwickeln. Ist eben ein LXC-Wrapper auf LVM2 mit einer integrierten Firewall oder mit einer integrierbaren Firewall. Darum ging es mir nämlich auch. Wenn ich zum Beispiel versuche, das wollte ich demonstrieren, geht aus Zeitgründen nicht, wenn ich versuche, das auf ein Desktop-System mit Docker zu machen, dann schießt mir die Docker-Firewall alles ab, was ich selbst an Firewall geschrieben habe. Das heißt, die überschreibt das einfach meine Firewall, weil die Docker-Engine in der Standard-Implementierung auch nichts anderes macht, als IP-Tables-Rules auf der Rückseite rausschieben. Das heißt, da tue ich mir schwer, meine eigenen Firewall-Regeln, zum Beispiel eine LAN-Definition, die Definition hier im Raum, mit der ich mich abschirmen möchte, mit der ich meine normalen Desktop-Applikationen betreibe, aufrechtzuerhalten, da müsste ich mich tief hineinbuggen, falls das überhaupt geht. Easy Installation, was ich Ihnen nicht gezeigt habe, apt-get install mlxc, das genügt. Ich wollte auch keine zusätzliche Portabilität, keine zusätzliche Registry von Containern erschaffen. Ehrlich gesagt, für diese Zwecke der kleinen lokalen Maschinen ist mein einfaches tar-File lieber. Ja. tar.gz, das ist irgendwie 10 Meg groß, das kann ich überall hinbewegen und dort meinen Container wieder aufmachen. Ja, das verschwendet ein bisschen Speicherplatz, aber wie ich schon gesagt habe, das ist in dem Bereich nicht mein Fokus. Und ja, die Verwandtschaft zu vServer fällt auf. Damals ging das eben auch auf diese Weise. Was ich jetzt auch verwende sehr gern ist, was auch noch, ja mit Docker kann man es mittlerweile auch gut machen, ging aber damals noch nicht so gut, Intercloud Mobility. Ich miete mir irgendwo einen Debian-Server und kann sofort meine Container dort zum Laufen bringen, egal in welcher Cloud das jetzt gerade läuft. Das heißt, die Frage wird sein, wird sich etwas in der Art, das ist natürlich eher ein Feldversuch, denn eine richtige Implementierung, werden sich Container auch auf Desktops durchzusetzen? Zum Teil tun sie das ja schon, denken wir an die Dalvik-Maschine in unseren Android-Devices, die nichts anderes ist eigentlich als ein Container für Dalvik-Jar-Files. Aber wir hören ja schon erste Ideen, schlankere, kleinere Betriebssysteme, anders strukturierte Betriebssysteme, die ausschließlich für den Betrieb von Containern gedacht sind, zu bauen, zu entwerfen. Derzeit ist es ja nur auf den vorhandenen Betriebssystemen dazugepfropft. Also eine bessere Trennung zwischen Basissystem und Applikation ist ja etwas, was ich glaube Tannenbaum immer gefordert hat, wenn ich mich an seine Talks erinnere. Und was bei den Containertechnologien eindeutig ist, not one fits all. Es wird noch einige Versuche vergehen, wo man sehen wird, was sich durchsetzt. Ich bin auch immer derjenige, der versucht, das aufzuweichen, sagen, Container ist nicht gleich Docker automatisch. Docker ist eine sehr gute, sehr verbreitete Containerimplementierung, aber eben nur eine.
Und wenn man schaut, was ich in dieser kurzen Zeit, deswegen habe ich das rausgegeben, getan hat, bin ich ganz neugierig, was wir zu den Linux-Wochen 2021, also in demselben Abstand von heute, wieder hören werden über Container und dann gängige Technologien. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was herzeigen können und von einer anderen Warte beleuchten. Gibt es Fragen? In Kürze. Also das ist sozusagen der erste Vortrag, den ich öffentlich halte darüber. Ich wollte mir jetzt ein bisschen Feedback angehören und dann wird es in Kürze. Ich habe zu den Linux-Wochen Wien nochmal dieses Thema, da wird es schon ein bisschen weiterentwickelt haben und bis dahin wird auch die Website online sein darüber. Und dort gibt es auch die Sourcen und die Pakete. Also in Kürze. Ist die URL schon bekannt? mlxc.dm.at. Das ist ziemlich klar, dass das so sein wird. Und es gibt, ich habe ein eigenes Repository, das kann man sich ins Apt-Get dazuladen und dort kriegt man sie dann her. Ist allerdings immer unstable, weil für stable fehlt mir das Personal. Ja, die wollen das ja alle. Oder sie wollen damit entwickeln, habe ich gehört. Sonst noch Fragen? Gut, dann danke ich. Ja, bitte. Bitte was? Also ich entwickle immer unter GPL. Ja. Okay. Also ich muss aber vielleicht schauen, was drinsteckt. Also mir ist das ja relativ egal. Ja. Ja, bitte gerne. Aber jedenfalls Open Source. Ja. Also nein, es ist nicht zum Geld. Also Gott sei Dank. Nein, GPL normalerweise. Aber ich bin da nicht der Spezialist, dass ich da jetzt genau die Unterschiede kenne. Ich nehme die GPL, vertraue den Leuten, die das geschrieben haben, so wie man hoffentlich mir vertraut bei dem, was ich geschrieben habe und patch das rein und denke mal, es muss gut sein. Ja, also. Gut, dann danke ich jetzt herzlich. Wir haben jetzt eine Stunde Mittagspause. Der nächste große Vortrag, also der nächste richtige Vortrag ist erst um 14.15 Uhr, leider ist es Sven Guckes, der den Vortrag um 13.15 Uhr hätte halten sollen, erkrankt. Wir haben uns aber dafür entschieden, die Vorträge nicht nach vorne zu verlegen, damit Leute, die extra zu Vorträgen kommen und anreisen und die Termine wissen, dann nicht vor den Kopf gestoßen sind. Das heißt, wir haben aber gesagt, wir treffen uns um 13.15 Uhr zu einem allgemeinen, speziellen und garantiert nicht gefilmten Open Source Rant. Ich denke, es gibt einiges zu besprechen. Wer Lust hat, 13.15 Uhr hier, Open Discussion. Ich habe ein paar Einstiegspunkte, ein bisschen politischer vielleicht.